Herr Scherer, die missglückte Relegation letzte Saison, wie sehr wirkt sie noch nach? Wie sehr ist sie noch zu spüren? Also ich denke, die ist nicht mehr nachzuspüren. Wir haben viele neue Spieler dazu bekommen. Das war eine tolle Geschichte damals. Wir sind Zweiter geworden, da hat keiner mit gerechnet. Und das war eine kurze Enttäuschung, aber die ist weg vom Tisch. Und wir sind schon wieder komplett in eine neue Runde. Und das ist kein Thema mehr bei uns. Zum Spiel. Ja, in der ersten Halbzeit fand ich, dass die Führung für den Gegner berechtigt war. Und in der zweiten Halbzeit fand ich, dass der Gegner zufrieden sein konnte, dass er noch einen Punkt behalten konnte. Ja, die erste Halbzeit, denke ich, wenn du in der 44. Minute in einer Offensivaktion so einen Fehler machst und dann ein Tor kriegst, ist es bitter. Die haben einmal aufs Tor geschossen im ganzen Spiel. Fehler werden bestraft, die haben eine gute Mannschaft. Aber in der zweiten Halbzeit sehe ich es genauso, da hätte man es eigentlich noch gewinnen können. Vielleicht sogar müssen. Bitter, dass es heute nicht gereicht hat? Ja, schon, aber wir sind zufrieden. Wenn jemand mir vorher gesagt hätte, wir holen heute einen Punkt, dann wäre ich zufrieden gewesen. Wir haben viele Verletzte, viele Urlauber noch, komplette Innenverteidigung heute nicht da. Wir haben 5 A-Jugendliche im Team heute gehabt, die noch nie Senioren gespielt haben. Also muss ich echt sagen, es war toll und für unsere Mannschaft wichtig. Ja. Ist das der Grund für den etwas holprigen Saisonstart, die Dinge, die Sie gerade angesprochen haben? Ja, das ist vielleicht schon mit ein Grund, aber man muss ja ein bisschen Kirche im Dorf lassen. Wir haben jetzt eine neue Mannschaft, wir haben einen wichtigen Spieler verloren und wir haben den zweiten Platz letztes Jahr erreicht mit viel Wille, mit viel Einsatz. Das ist nicht immer so umzusetzen, so einfach. Und jetzt haben wir neue Spieler, gute Spieler, aber die brauchen Zeit, das sind A-Jugendliche. Und ich bin zufrieden, trotz allem. Das einzige Spiel gegen Wettersbach, das war natürlich ein bisschen arg wenig. Aber ja, wir werden immer wieder Rückschläge haben. Wir werden mit Sicherheit nicht so runde spielen können, wie wir es letztes Jahr gemacht haben. Wie schätzen Sie dieses Jahr die Kreisliga ein? Wen sehen Sie vorne? Ja gut, mein Geheimfavorit, das war ja heute Weingarten sowieso. Das war vor der Saison so. Habe sich toll verstärkt, habe eh schon gute Spieler mit dem Bastian Reiner, also mit dem Eifler hinten, die da einen super Job machen in Weingarten. Ja, ich hätte heute ein bisschen mehr erwartet von ihnen, aber die Runde ist noch lang. Und wenn man dann sieht, wir haben letzte Woche gegen Wettersbach klar verloren, die spielen heute daheim gegen Haagsfeld und verlieren 3-1. Also ich glaube, da ist alles drin und das wird bis zum Schluss wieder spannend. Auch wenn es mit der Relegation letzte Saison nicht geklappt hat, ist es doch eine recht erfolgreiche Saison gewesen. Was meinen Sie, können Sie dieses Jahr an diesen Erfolg anknüpfen? Ja gut, wenn man einigermaßen durch die Sommerzeit kommen, sprich Urlaub, Verletzte, wir haben noch Urlauber, das darf man eigentlich gar niemandem sagen, aber es ist so. Und die Jungen gut ins Spiel reinbringen, dann haben wir mit Sicherheit eine Chance, eine ähnlich gute Rolle zu spielen. Wir können gegen jede Mannschaft gewinnen. Wir können aber auch gegen jede Mannschaft verlieren. Also das kommt darauf an, wie sich unsere Mannschaft entwickelt, wie die Jungen bei uns zum Zug kommen. Der eine oder andere sieht man schon, riesen Potenzial, toll. Julian Wittmann heute, sensationelles Spiel macht als Innenverteidiger. Da kann man drauf aufbauen, klar, logisch.